Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von The Thief Simulator auf der Nintendo Switch. Ja, und wir machen natürlich weiter standesgemäß, denn wir müssen hier in das Warehouse, also in das Lager hier einbrechen und irgendwie Kontodaten spielen. Nee, nicht spielen, stehlen. So richtig. Natürlich wieder mal, ich habe keine Ahnung, wie man sieht, ich weiß nicht, es sind drei Leute da, wo die auch immer sind. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Gebäude an, was wir so machen können. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir das hier hinbekommen. Und wie lange ich heute dafür benötige. So, gucken wir uns erstmal ein wenig um. Ah, da hinten sind Wachleute. Guck mal hier, da kann ich doch mal hier markieren. So. Okay. Wie kommen wir denn hier rein? Wir müssen erstmal gucken, wie wir hier reinkommen. Ich laufe erstmal hier einmal rum. Ich habe schon eine Idee. Aber vorsichtshalber gucken wir mal. Das sieht aber trostlos aus hier. Da oben ist eine Kamera. Schon mal sehr gut. Die markieren wir auch mal direkt. So. Okay, ich denke mal, wir brauchen diesen Hacker-Laptop hier. Und da hinten sehen wir schon, hier können wir das Tor öffnen. Problem ist so, wir haben jetzt 9.06 Uhr am Morgen. Ob das jetzt die geilste Idee ist, hier das schon mal zu öffnen? Ich meine, ich öffne das mal und dann gucken wir einfach mal. So, das ist schon mal auf. Und wie ihr seht, geht das Türchen auf. Heißt aber nicht, dass wir jetzt einfach da rein spazieren können. Vor allen Dingen, ich meine, am helllichten Tag. Ich meine, ist es eigentlich wurscht, ob die uns am helllichten Tag erwischen. Oder, okay, da kommt er hier hin. Ich habe da schon, nee, ich habe keine Idee, natürlich nicht. Denn ich habe keinen Schimmer, wie da reinkommen. So, wenn er jetzt aber da lang läuft. Ich meine, ach, da ist noch eine Kamera. So, okay. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang und versteck mich hier hinter. Oh. Wir müssen ja irgendwo, ist ja bestimmt eine Tür. Oder ich kann irgendwo hochklettern. Wenn er jetzt da lang... Nein. 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 Ich mache es doch lieber nachts. Leute, mir ist ja aufgefallen, es konnte ja gar nicht passieren, denn ich bin noch nicht umgezogen. Ja? Die Decke hat ja immer wahnsinnig Glück gebracht, deswegen... Oh, verfluchte Axt. So, oh, so. Ja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich öffne jetzt das Tor, dann gehen wir schlafen. Dann gehen wir nachts da rein. Ja? Ich werde jetzt aber noch die Leute markieren müssen, wieder Tor auf, schlafen gehen und dann gucken wir mal. So, jetzt versuchen wir natürlich die Jungs nochmal aufzuspüren, denn wir wissen ja immer noch nicht, wo die sind. Ja? Da hinten ist einer. Autoschranke, Seite des Hauses, Lagerraum. Guck mal, wenn, ach so, er ist direkt hier vorne. Ja, okay. Wenn er aber, und er geht da hinten rum. Okay, das ist in Ordnung. Bis wohin geht er denn hier? Er geht da und dreht sich dann um. Okay, das heißt, wir werden jetzt, wenn er uns den Rücken dreht, nach da hinten sprinten. Im Prinzip. Außer er bleibt da ganz genau. Er bleibt da. Es ist total unauffällig, ne, dass ich hier vorne stehe und ihn angucke. Ah, nee, doch nicht. Doch, wir können laufen. Nein, die Kamera. Sie wurden gehört. Aber hier ist ein... Okay, hier ist ein... Aber ich weiß, wo ich rein muss. Gleiches nochmal. Okay, Leute. Neuer Angriff. Man sieht ja, die Kamera... geht genau bis hier vorne. Das heißt, ich muss mich hier vorne lang schleichen. Er ist aber im Lagerraum. Was ungünstig ist. Aber ich würde jetzt hier versuchen, hier lang zu schleichen. Er bleibt ja da stehen. Jetzt kurz zu laufen und wieder... So, er ist drin. Ist natürlich doof, aber ich kann jetzt einmal hier rumlaufen. Okay. Und wir können uns hier verstecken. Perfekto. Vielleicht... komme ich auch noch irgendwie anders hier rein. Das Problem ist natürlich an der ganzen Geschichte, dass, wenn der im Lagerraum ist... Oh, ich muss auch gucken wegen den Kameras. Oh, 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 oh. Da hinten ist noch eine. Zack. Nicht, dass hier noch irgendwo Kameras sind, ne? Okay. Ich frage mich, wie ich ins Lagerhaus komme, wenn der Typ im Lagerraum ist. Muss es hier noch einen anderen Eingang geben? Oh. Hier kann man hin.
Hier kann man rein. Oha, wie krass. Da kann ich mich auch verstecken wahrscheinlich, ne? Oder sind hier Sachen drin? Ach, hier kann ich mich verstecken. Ja, das ist ja cool. Okay. Ich muss jetzt mal kurz aufpassen, weil ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie Kameras übersehe. Und ich will jetzt aber einfach mal gucken, ob wir da hinten, ob es hier eine... Oh, guck mal, da ist auch eine Tür. Seht ihr da? Und die ist sogar auf. Aber der Typ läuft halt die ganze... Wie sollen wir denn da reinkommen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Also entweder müssen wir jetzt warten, bis der Typ das Lagerraum verlässt. Weil, wie soll ich denn da reinkommen und der Sachen stehlen, wenn der im Lager ist? Oder ich komme irgendwie aufs Dach und komme auf die zweite Etage oder so. Aber da sehe ich halt ja auch keine Rinne, wo wir hochklettern können. Okay. Das heißt, ich glaube schon, dass wir da rein müssen. Aber der gute Mann... Okay, er geht da lang. Nein, 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 das wird nichts. Wenn er geht, versuchen wir uns da ins Lager zu schummeln. Er guckt sich ja seinen Hintern an. Das ist ja für uns schon mal gar nicht so schlecht. So, wir müssen uns hier irgendwo verstecken. Oh, guck mal, hier ist ein Riesenlager. Wir haben hier genug Platz zum Verstecken. Oh mein Gott, Leute. Wir sind schon mal drin. Okay, Moment. Jetzt muss ich erstmal atmen. Okay, er ist jetzt da. Das heißt, sind irgendwelche Kameras? Nee, ne, bestimmt nicht, ne? Ich komme hier hin, ne? Er ist ja... Wartet mal. Oh, nein, nicht. Geh weg. Wenn er weggeht, haben wir... Nein, was ist das denn hier? Im Safe des Lagerhauses. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn das? Ach, da bestimmt. Ah, okay. Wo ist er? Oh. Ja, mein Freundchen. Drehen Sie sich mal bitte um. Nein? Ja, perfekto. Das heißt, wir müssen hier die Tür hacken. Und das können wir nur machen, wenn er jetzt da hinten. Oh nein. Schnell. Zack, auf. Okay, perfekto. Ich muss auch die Tür zumachen. Wenn er gleich wieder zurückgeht... Ja, was läuft der denn für eine Route? Oh nein, er verlässt das Gebäude. Oh, das ist ja nicht schlecht. Okay. Ich glaube, das ist für uns gar nicht so schlecht. Okay. 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 Jetzt läuft er da lang. Laptop nehmen wir, packen wir mal ein. Jetzt müssen wir natürlich höllisch aufpassen, Leute. Neuer Lageplan. 3000? Alter. Ja, perfekto. Wir müssen aufpassen. Der gute Mann ist da. Ist nicht schlimm. Hier kann er uns nicht sehen. Ich packe alles ein. Jetzt müssen wir erstmal hier den Safe. Aber pass auf. Ich muss mir gerade kurz angucken, weil er läuft hier und hier am Fenster vor. Aber er sieht uns auch da nicht, oder? Wenn ich hier so stehe. Ordner mit Warenpapier. Er sieht mich nicht. Okay, perfekt. Das heißt, ich kann jetzt hier den Tresor in Ruhe knacken. 77. 87. 7. Boah, das ist so warm unter dieser Decke. Ordner mit Kontaktdaten. Okay. Gucken wir uns hier nochmal. Ich habe so ein bisschen beim Rausgehen jetzt so ein bisschen... Aber ich hoffe, wir schaffen das. Es ist nicht schlecht bis dato. Ich stack jetzt auch einfach alles ein, auch für 10 Dollar. Ich klaue jetzt hier alles. Was sind da drin? Schwarze Hosen? Nix drin. Mein Gott, wie viele leere Schränke kann man denn haben im Leben? Junge, was ist denn hier los? War hier schon vor mir ein Einbrecher drin oder was? Es ist 6.30 Uhr morgens. Das ist natürlich glorreich. So, jetzt, wie kommen wir hier raus? Was ist das denn für ein Schalter hier? Lichtschalter, ne? Lichtschalter, okay. Kann ich die Fenster aufmachen? Kann ich nicht aufmachen. Okay, das heißt, ich meine, es ist ja momentan keiner im Lager. Ne? Jetzt müssen wir ja nur hier irgendwie rauskommen. Pass auf, er ist... Oh, er ist natürlich... Hier, oh, er ist da, er ist an der Seite und dann müssen wir vorne rausgehen, denn er ist an der Autoschranke. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Oh Gott, hier sind Laptops und so. Mal das einstecken gerade noch. Was geht? Na, Inventar ist voll, okay. IMAX, die können wir mal später holen. So, jetzt erstmal hier das Ding hacken. So, boom, auf. Jetzt müssen wir gut gucken. Er läuft hier genau am Fenster lang, ne? Okay, die anderen, Autoschrank, er läuft da lang. Oh Gott, nee, ich komme hier nicht raus, niemals. Ich muss einen anderen Weg gehen. Doch jetzt, warte mal, ich brauche doch nur laufen. Wenn er da hinten steht,
wenn er da hinten steht, jetzt zum Beispiel, kann ich hier nicht aus dem Fenster raus? Nein. Die wechseln gleich wieder. Gleich geht wieder einer hier rein. Er ist jetzt, jetzt kommt er hier hin. Er muss weg. Er kann da hinten bleiben. Das ist in Ordnung. So, ich muss nur raussprinten. So, ich mach mal die Tür auf. Ich laufe jetzt hier einfach raus. Ich laufe raus. Oh mein Gott, ich bin entdeckt. Aber ist egal. Ich sprinte. Laufen die mir hinterher? Es ist mir egal, dass ich entdeckt worden bin. Ich laufe jetzt einfach. Ich laufe über die Grenzen. Lauf, Forrest. Lauf. Aber ich glaube, es passiert gar nichts. Er hat den Ausrufezeichen über dem Kopf. Ich meine, Frühsport, ja, ist auch nicht so verkehrt, habe ich mir sagen lassen. Das Auto holen wir nachher erst ab. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal, was uns als nächsten Auftrag erwartet. Hier, Diebesrating S. Sternchen. Ja, so, wir haben die Ordner mit Wertpapieren, wir haben Ordner mit Kontakt, wir haben weiße Vase, wir haben alles. Und wir gehen das natürlich jetzt erst einmal verkaufen, das Gute hier. Welcome back, my friend. Und dann fahren wir nach Hause. Hier ist ja auch unser Vänchen. Ne? Wir fahren natürlich mit unserem Van nach Hause. Gut, dass das jetzt hier vorbei ist, denn ich schwitze. Ehrlich, es ist unnormal warm. Aber jetzt brauchen wir uns ja auch nicht mehr verkleiden. So, hier sind wir. Aber hier müssen wir gar nicht hin, denn wir müssen ja ins Versteck. Ja, ich bin einfach mal komplett falsch gefahren. Ja, wir sehen uns im Versteck. Ah, hier, bumm. Die Keycard befindet sich im Büroraum. So, was muss ich jetzt machen? Stiehl die Keycard aus dem Safe in 302. Okay, dann würde ich sagen, meine Freunde, die 302 muss warten bis zur nächsten Folge.